Ja, und damit ein allerherzliches Willkommen mal wieder zurück zu Tomb Raider 2013. Das letzte Mal wollten wir in dieses Grab reingehen. Ich habe jetzt natürlich noch nicht weitergespielt. Ich denke, das ist klar. Ich glaube, ich bin mal letztes Mal runtergefallen, ne? Deswegen müssen wir den ganzen Zinnober hier nochmal neu machen. Ich denke, ich schalte erstmal den linken aus, dann den rechten. Oh, oh. Hä, wieso sterben die nicht? Ah ja, okay. Hab mich schon gewundert. Warum hat er so viele Schüsse ausgehalten? Das ist ja seltsam. So, hier müsste eigentlich das Grab sein. Beim letzten Mal allerdings... Irgendwie, ich weiß nicht. Wie geht es jetzt in das Grab rein? Weil beim letzten Mal sind wir hier reingegangen. Aber mir war nicht wirklich so klar, wie ich da jetzt eigentlich weiterkomme. Ich denke nicht, dass ich runterklettern muss. Aber ich kann es mal probieren. Nee. Runterklettern geht nicht. Na gut, dann gehen wir einfach mal da weiter. Warte mal. Ach nee, das war ja... Genau, ich komme von der anderen Seite da hoch. Warum auch immer man da nochmal hoch konnte, habe ich schon wieder vergessen. Was aufnehmen? Ah, hier. Na gut, aber ich habe eh alles voll. So. Warum kann man das aufschießen? Stimmt, ich glaube... Ach, jetzt weiß ich wieder, warum ich gestorben bin. Ich bin da runtergesprungen, ne? Oder runtergefallen eher. Da wollte ich hoch und dann bin ich da runtergefallen. Ich habe keine Ahnung, warum man das hier zerstören kann. Allzu viel Sinn macht es für mich noch nicht. Warum kann man das hier zerstören? Oder kann ich... Nee. Jetzt wäre ich fast wieder gestorben. Hä? Keine Ahnung, Leute. Ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt einfach mal weiter hoch. Vielleicht komme ich ja dann zum Grab. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass wir es bereits übersehen haben. Weil mir, für mich macht es eigentlich keinen Sinn, da hochzugehen. Weil, um in ein Grab reinzugehen, muss ich ja meistens runtergehen. Eigentlich. Oder? Ein bisschen XP. So, wir haben ja eigentlich wieder einiges an Bergungsgut. Wo sind die ganzen Kinder hin? Noch ein Name, vorsichtig ins Holz geschnitzt. Coco. Wir hatten beim letzten Mal auch irgendwie was gefunden, ne? Ich glaube, so ein Hasen oder sowas. Der irgendeinem Kind gehört hat. Ja, finden wir die hier noch, oder? Geht's hier vielleicht ins Grab rein? Wir sind im Grab angekommen. Sehr gut. Endlich habe ich es gefunden. Also nach wie vor verstehe ich nicht, warum ich das Holz da hab kaputt machen können. Oder was das für überhaupt für einen Grund hatte. Weil es hat mir ja nicht wirklich einen Vorteil gebracht. Aber naja. Gut, wir haben noch ein bisschen was zum Upgraden bei der Pistole. Ja gut, der Bogen. Ah ne, der wurde jetzt, genau, der wurde geupgradet beim letzten Mal, aber ich kann nichts weiteres bei ihm upgraden. Oder? Doch, kann ich. Napalmpfeile. Na, schau mal an. Was ist das hier? Geflochtene Sehne, die den Schaden erhöht. Oh, das hört sich gut an.
Ich könnte mal die geflochtene Sehne machen. Ich denke, das ist ganz gut. Pfeile meine ich. Bin ich mir ehrlich gesagt nicht allzu sicher, ob ich das jetzt erstmal brauche. Ich denke, die normalen Feuerpfeile, die reichen auch. Oh, was ist denn hier? Wie hieß denn das Grab überhaupt? Steht hier nirgendwo. Vielleicht beim letzten Speicherpunkt. Was? Nein. Bloß nicht. Ah. Spiel, was tust du? Ah ja. Das überflutete Gewölbe. So heißt dieses Grab anscheinend. Das ist grün hier. Das war ein Teil der Forschungsanlage. Ui. Wurden sie wirklich hergeschickt, um die Stürme zu untersuchen? Was liegt denn da unten? Ach, das ist ein... soll... Strom sein. Aha. Damit kann ich jetzt interagieren, oder? Ah ja. Ui. Der Strom ist noch da. Wie kann das sein? Okay. Das ist aber unheimlich hier. Ich meine, jetzt kommen gleich Zombies oder sowas. Zumindest von der Atmosphäre her. Es muss einen Weg über dieses Wasser geben. Ein Weg übers Wasser. Das bedeutet... Ah ja, okay. Gut, Floß ist hier. Ich schaue jetzt mal kurz noch dahinter. Ah ja, okay. Warum kann ich das zerschießen? Muss ich das zerschießen, oder? Ah, ich mach's einfach mal. Liegt ja hier eh wieder passende Munition darum. Deswegen. Moment. Normale Pfeile. Überlebensinstinkt. Ja gut, okay, jetzt habe ich schon gesehen, dass da ein Floß ist. Ja, ja, das ist mir schon klar, Lara. Ich möchte mich bloß noch ein bisschen umschauen. Naja, dann schauen wir mal. Oh, Lara schwebt. So, wo geht's jetzt hin? Wir müssen dahinter irgendwie. Ah ja, ich sehe. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn wir jetzt... Ui! Okay. Warum kann ich das ausmachen? Kann ich dann dahinter schwimmen? Oder kann ich mich irgendwie... Was ist hier? Also die Leiter oder die Treppe da hinten ist gelb. Das bedeutet... Wartet mal. Ich könnte es von hier aus auch ziehen. Aber ich komme dann da nicht hoch, oder? Ich möchte jetzt dann sterben, ne? Ich meine, was ich mal ausprobieren kann, ich kann mal testen, ob ich es dahinter schaffe. Ich mag es jetzt mal bezweifeln. Oje, oje, oje. Oh ja. Okay, das geht schon mal nicht. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht zu sehr nach hinten geschmissen. Okay, wie machen wir das zum sinnvollsten? Ich kann noch Folgendes probieren. Kann ich da hoch? Nee. Okay, das ist mein Untergang. Ja, nee, so geht's anscheinend nicht. Es muss einen Weg über dieses Wasser geben. Ja, weiß ich leider.
Die Frage ist bloß, wie? Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich meine, warum muss ich das anzünden? Es hat doch irgendeinen Grund. Ich meine, jetzt geht das Seil da weg, okay, alles klar, verstehe ich auch, damit ich mit dem Floß fahren könnte. Das Problem ist bloß, wie kann ich denn mit dem Floß fahren? Das erschließt sich mir jetzt noch nicht so ganz. Ich würde auch versuchen wollen, kann ich da drauf? Nee. Okay, ich glaube, da werden wir noch ein paar Mal sterben. Es muss einen Weg über dieses Wasser gehen. Ja, weiß ich doch. Warum kann ich das anzünden? Hier ist eine 1, hier ist eine 2. Was ist hier der... Was ist hier meine Aufgabe? Und wie gesagt, das verstehe ich halt nicht. Warum kann ich das kaputt machen? Irgendwas stimmt doch hier nicht. Also, ich kann es nicht wirklich erkennen, um ehrlich zu sein. Nee, das funktioniert so. Ach so, warte mal. Ah, guck mal an. Ich kann das Boot ziehen. Ach so. Oh ja, das geht. Es geht zwar nicht allzu gut, aber es geht immerhin. Das heißt, deswegen muss ich das auch kaputt machen. Damit ich das besser ziehen kann. Na gut, okay, jetzt macht es schon ein bisschen mehr Sinn. Und jetzt kann ich darüber. Ah. Wie es aussieht, ist das Licht das Problem. Das Licht? Jetzt müssen wir bloß die Lichtquelle finden. Okay, und jetzt verstehe ich auch, warum ich das hier ziehen kann. Oh, 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 oh. Oh, das war knapp, glaube ich, oder? Naja, gut genug. So. Was haben wir denn jetzt hier Schönes? Ah ja, okay. Da müsste ich halt irgendwie durchkommen. Bloß, es schaut nicht kaputtbar aus. Wie komme ich jetzt da rein? Also welches Licht überhaupt? Also ich meine... Kann ich hier noch irgendwo hoch? Also hier kann ich wieder meine Fackel entzünden, deswegen... vermute ich mal... Ich muss irgendwie sicher über das Wasser kommen. Warum kann ich hier eine Fackel anzünden? Ich kann hier nichts kaputt machen, oder? Was mir jetzt in irgendeiner Form... Oder... Nee, okay. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn dieses kleine Licht hier irgendwie... die Ursache gewesen wäre.
Welches Licht stört dich denn, Lara? Oh, jetzt wäre ich fast reingelaufen. Ich versuche nochmal rüber zu gehen. Das kann ich auch nicht kaputt machen. Aber ich... Nee, oder? Ich meine, das Boot herziehen, das wird mir eigentlich auch nichts bringen. Ich müsste halt irgendwie in die zweite Etage hinkommen. Da hoch. Aber wie kommt man da hoch? Ich habe überlegt, schon auf diese Pfosten drauf zu springen, aber das hat ja nicht gerade sonderlich gut geklappt, ne? Deswegen würde es mich wundern, wenn das auf einmal jetzt geht. Da hoch kann ich auch nicht springen. Ach, Lara. Gib mir doch einen Hinweis. Ey, es war nicht so ohne, ne? Also... mit einer der schwersten Rätsel in Tomb Raider 2013. Weil bisher war es ja eigentlich relativ easy, würde ich mal sagen. Es war ja mehr... Es ist ja eigentlich mehr ein bisschen actionreicher, das Spiel. Aber... Ich muss irgendwie sicher über das Wasser kommen. Ja, Lara, das ist schön, aber... Ich komme hier nirgendwo durch. Ich kann weder hoch, ich kann nirgends durch. Ich bin eigentlich komplett aufgeschmissen. Oder kann ich irgendwas zum Explodieren hier bringen? Oh! Was? What? Das habe ich jetzt kaputt gemacht. Okay, ich habe keine Ahnung, warum das jetzt explodiert ist, aber geändert hat es auf jeden Fall nichts. Oder hat sich irgendwas geändert? Ich muss irgendwie rüberkommen. Ja, ich weiß, Lara, aber... Oh je. Wo geht es lang? Wo geht es lang? Oder kann ich das von... Kann ich das irgendwie zerschießen? Würde mich jetzt wundern, wenn das ginge, aber... Nee. Ach herrje. Ich schau mal nochmal da drüben. Vielleicht ist hier irgendwas passiert. Oder kann ich vielleicht den Strom wieder... Moment, was lag da? Irgendwas konnte ich interagieren. Oder war das die Munitionsbox? Ah ja, gut. Vielleicht kann ich jetzt hier oben nochmal... Ach stimmt, hier kann ich ja... hier komme ich ja in diesen einen Raum wieder. Sorry, ich habe gedacht, das wäre irgendein anderer Raum. Ja gut, natürlich kann ich damit nicht mehr interagieren. Die Frage ist, ob das jetzt hier auch so schön explodiert. Tatsächlich. Weißt du jetzt nicht, was das mir bringt? Naja. Mal eben alles zerstört. Kein Problem. Ich check's halt nicht, ne? Oder kann ich das Ja, wobei, das bringt mir auch nichts. Also ich meine, ich habe jetzt überlegt, da irgendwie dahin zu gehen mit dem Floß, aber wie will ich denn das machen? Also ich müsste ja irgendwie eine Position haben, wo ich das Floß besser herziehen könnte.
Also ich bin ehrlich gesagt echt ein bisschen aufgeschmissen. So, ich sollte mich vielleicht beeilen. Ich verstehe es nicht. Also, irgendwas muss ich hier drin machen. Ich habe halt absolut keine Ahnung, was. Ich kann doch hier nirgendwo hin. Was soll ich denn machen? Was soll ich tun? Okay, wisst ihr was? Ich mache eine kurze Pause, werde mal eben nachschauen und dann sehen wir uns gleich wieder. Das heißt, bis gleich.